Du bist der zweite Teilnehmer? Nee, dann hast du das nicht gewusst. Dann bin ich ja konkurrenzlos. Ja, aber nur fast. Meine Erwartungen sind mal absolut groß gesteckt. Nach dem Programm, was ich so gehört habe, 40 Damen, die vielleicht auf mich warten. Und da werde ich mir einige anschauen und mein Beuteschema, das weiß ich schon, wie das ausschauen soll und muss. Und ich denke, dass da sicherlich was dabei sein wird. Wir werden natürlich auch schauen, dass ich die Damen beim Tanzen etwas animieren kann, eigentlich für mich interessieren kann, dass ich das umsetzen kann und dann eventuell die eine oder andere hänger bleibt bei mir. Ich freue mich schon auf die Anreise, weil die Traumfrauen springen mir schon entgegen. Es wird schon ganz wild und heiß darauf. Ja. Jetzt ist frisch gerade bei, ich nehme mal an, 8 Grad oder so gefühlt. Also mindestens so ist jetzt. Ja. Ich hoffe, in Minsk werden wir es nicht viel kälter haben. Und ja, wird sicher eine schöne Zeit. Von der Agentur erwarte ich mir, dass sie das, was sie versprochen hat, hält. Das erwarte ich mir. Und das heißt, dass sie eine gewisse Menge an Damen vorhanden sind, die ich dann eigentlich wie in einer Speisenkarte gustieren kann. Ja. Servus. Na bitte. Grüß euch Gott. Ja, hallo, ihr zwei Hübschen. Na, was ist das? Tommy. Er hat hohe Erwartungen an die Agentur, oder schon gesagt. Um Gottes Willen. Mein Ziel ist hoch gesteckt, verstehst du? Wie viele Frauen müssen mitnehmen nach Wien? Was im Flieger reinpassen? 100. Ich vermute, heißt dass das? Die beiden verlieben. Sie verlieben im 5-Minuten-Takt. Im 5-Minuten, ja. Und du hast schon gute Erfahrung, du kannst schon sagen. Nach derartigen Prophezeiungen können es die beiden Single-Männer kaum erwarten, endlich weißrussischen Boden zu betreten. Knapp 2 Stunden Flugzeit später landen sie am Flughafen von Minsk, wo sie bereits von örtlichen Agenturkollegen von Thomas Maurer erwartet werden. Hi Igor, hi. Hi. Das ist Service. Der Wahnsinn. Na ja, ist gut so. Stimmung ist schon gut. Und Russisch, Mann, was wirkt vor mir. Ja, aber 2 Komplimente. Ja, ein bisschen runter. Ich bin schon wieder immer gut drauf. Runter. Der Karl ist auch immer alles, gut drauf. Alles gut. Immer gut drauf. Karl hat überhaupt fast nichts im Flugzeug gesagt. Ich habe gesagt, ja, jetzt haltest du Energie. Ja, und dann, alles, du kannst raus. Brauche die richtige Außentemperatur. Das ist in der Brunft bei den Hirschen, wenn es kalt ist, sind es aktiver. Wenn es heiß ist, sind es müde. Ja, na sowieso. Karl, bist du der Hirsch, oder was? Der erste Eindruck, die Begrüßung war sehr freundlich. Und ich muss ehrlich sagen, einen Gepäckträger habe ich vor Ort gefunden. Also was will ich mehr? Also bitte, wo gibt's denn das gleich? In Wien habe ich mal selber machen müssen. Und da ist der Service schon einmal da, sage ich einmal. Ne? Da los.